Ungefähr so könnte es aussehen, wenn ihr das erste Mal auf dem Minecraft-Server von Minetech World spawnt. Hier gibt es ein paar Regeln, grundlegende Informationen und die Wahl zwischen Deutsch und Englisch. Das Ganze bezieht sich aber jetzt nicht auf den kompletten Server, sondern erstmal nur auf ein kleines Tutorial und einführende Worte, die euch hier gegeben werden. Hier gibt es direkt ein paar kleinere Bauten zu sehen, die nicht besonders groß sind, denn hier gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Wir befinden uns hier auf einem Feed the Beast Server. Feed the Beast ist ein Launcher, den ihr euch im Internet herunterladen könnt. Launcher ist vielleicht nicht ganz die richtige Beschreibung dafür, aber ihr ladet es als Launcher herunter, was dann als gesamtes Modpack bei euch ankommt. Eigenes Minecraft, das heißt, ihr macht euch sonst auch nichts kaputt, und ganz viele Mods, die direkt automatisch mit heruntergeladen werden. Insgesamt sind in diesem Modpack über 100 Mods vorhanden, die alles Mögliche umfassen, zum Beispiel Stromleitungen oder ein Fusionsreaktor und ganz viele Holzsorten, eben ganz viel. Also es gibt wirklich einiges hier zu entdecken, der Twilight Forest ist zum Beispiel auch mit dabei. Wer das Basisspiel von Minecraft also mittlerweile ein wenig leid ist, weil die Herausforderungen, die Möglichkeiten einem langsam ausgehen, der sei herzlich dazu eingeladen, hier einfach mal reinzuschauen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, denn hier wird sie auf jeden Fall komplett gefordert, ausgenutzt und ausgeschlachtet. Nach einer kurzen Zeit erreicht man dann hier eine kleine Quizstrecke, in der euer Wissen, was ihr vorher hoffentlich erlangt habt, überprüft wird. Hier bin ich anscheinend leider den falschen Weg gelaufen, aber das könnt ihr ja dann sicherlich selber besser machen, wenn ihr diese Quizstrecke selber durchschreitet. Hier war es richtig. Yay. Auf geht's zur nächsten Frage. Wenn ihr das Quiz gemeistert habt, könnt ihr euch hier selber zu einem Member ernennen, wenn ihr das Schild anklickt. Hier nochmal ein paar wichtige Befehle für den Server. Als Member hat man jetzt die Möglichkeit, auch diese ganzen Befehle selber zu verwenden, eine Stadt zu gründen. Ansonsten wird man nur als Gast erkannt. Hier käme man raus, wenn man den englischen Weg genommen hätte. Jetzt gehen wir aber erstmal zur Station. Und damit willkommen auf der Station. Hierhin gelangt ihr jedes Mal, wenn ihr /spawn eingebt und erhaltet wichtige Infos rund um den Server, zum Beispiel die Regeln, welche Items gebannt sind, was übrigens nicht viele sind, nochmal eine kleine Tutorial-Zone, falls ihr irgendetwas vergessen habt und das noch einmal nachlesen wollt, und zusätzlich noch Informationen über den Donator-Status. Wie werdet ihr Donator und was müsst ihr generell dafür tun? Hat man sich in der Station ein wenig umgeguckt, dann kommt man auch an diesen Ort, an dem man sich in bestimmte Biome direkt hinwarpen kann. Da steht schon, alle Warp-Schilder führen in die Hauptwelt, was andeutet, dass es auch noch andere Welten gibt, und das ist auch hier der Fall. Hier kommt man, wie schon gesagt, immer in die Main World, aber es gibt auch noch andere Welten, wie hier rechts schon zu sehen ist, hier die Farmwelten. Da man in der Hauptwelt nicht gerne große Löcher hat, die einfach nur ausgeschlachtet sind von Quarries oder anderen Abbaugeräten, sollte man die Farmworlds aufsuchen, um hier einfach alles abzubauen, ohne in der Hauptwelt dann großen Schaden anzurichten oder sie zu verunstalten. Die Farmwelten werden öfters auch mal zurückgesetzt, heißt, ihr habt immer wieder die Möglichkeit, sie von neuem abzuernten. Hier geht es ab in den Twilight Forest. Ja, was noch zu erwähnen wäre, wäre zum Beispiel, dass die
Farmwelten generell für jeden Spieler bis zu 4 Quarries erlauben. Egal, ob ihr Donator seid oder nicht. Ihr habt also immer die Möglichkeit, abzuernten, wie ihr wollt. Also bis zu 4 Quarries, aber das reicht ja normalerweise auch. Was Quarries sind und so, werdet ihr dann auch noch erfahren, wenn ihr mit FTB in Kontakt kommt. In der Station findet ihr auch noch einmal einen Überblick über die Items, Gegenstände und so weiter, die ihr benutzen dürft oder die gebannt sind oder die erst ab einem bestimmten Rang zu verwenden sind. Das sind aber herzlich wenige. Im Vergleich zu anderen Servern dürft ihr hier wirklich viele Blöcke und viele Gegenstände benutzen, also tobt euch ruhig ein wenig aus. Hier sieht man noch ein wenig die Shops in der Station. Es gibt natürlich auch Player-Shops, da kommen wir gleich hin, aber hier habt ihr die Möglichkeit, direkt vom Server die Sachen hier zu kaufen. Alles schön noch vorgeführt mit den Blöcken, ist also übersichtlich gehalten. Gebt euer Geld aber nicht zu schnell aus. Das geht einigermaßen fix. Hier befinden wir uns nur bei den Player-Shops, was auch quasi der Mittelpunkt der normalen oder der Main-World ist. Von hier aus könnt ihr euch in alle Richtungen aufmachen, um die Welt zu erkunden, eure eigene Stadt zu gründen oder was euch gerade so einfällt. In der Stadt selber ist PvP nicht erlaubt, allerdings außenrum könnt ihr euch bekriegen, wie ihr lustig seid. Wie es in den einzelnen Städten von den Spielern abgeht, bestimmen die Spieler selber. Da könnt ihr also eure eigenen Regeln festlegen, falls dann Leute etwas machen, was ihr nicht wollt, könnt ihr die auch rauswerfen aus der Stadt. Aber dazu gibt es gleich noch mehr Infos zu dem Stadtsystem. Wir befinden uns jetzt hier in, oder besser gesagt über, einer Playerstadt, die schon etwas größer ist. Also hier kann man schon sehen, was alles später gebaut werden kann. Die Leute haben sich hier schon viel Mühe gegeben, um sich etwas Nettes aufzubauen. Also hier steckt schon eine Menge Arbeit drin. Und das Ganze hier wird durch das Townie-System geschützt. Und an dieser Stelle wäre es vielleicht mal ganz gut zu erwähnen, was denn dieses Townie-System überhaupt ist. Townie ist eine kleine Mod, die euch erlaubt, ein Stück Land zu schützen, um darauf Sachen zu bauen, die von anderen Leuten nicht zerstört werden können. Für dieses Stück Land könnt ihr auch Regeln festlegen, wie zum Beispiel, ob das Feuer übergehen darf oder ob Sachen explodieren dürfen und dadurch Schaden hervorrufen und so weiter. Außerdem können für Gebäude Regeln festgelegt werden. Da darf da jeder rein, dürfen die Schalter nur von den Leuten aus der Stadt benutzt werden und so weiter. Also ihr habt hier wirklich gute Möglichkeiten, eure Bauten zu schützen und eine Stadt zu führen, die nur euch gehört, wo ihr wirklich alles sagen könnt, was ihr wollt. Um die Stadt am Leben zu erhalten, müsst ihr täglich Geld in die Stadtkasse tun. Das Geld könnt ihr zum Beispiel erwirtschaften durch Verkäufe eurer Items oder auch durch Voten. Wo ihr voten könnt oder wofür ihr votet, ist auch alles unten in der Beschreibung verlinkt. Die Seite, auf der ihr votet, heißt ftbservers.com und ist eine Zusammenstellung aller möglichen Feed the Beast Server. Meistens ist dieser Server hier in den Top 20 vertreten.
teilweise sogar schon in den Top 10. Also aufsteigend und auf jeden Fall bekannt. Um genau zu sein, ist dieser Server hier momentan sogar der höchstgevoteste deutsche Server. Also guckt auf jeden Fall mal vorbei. Hier noch ein paar Ausschnitte einer anderen Stadt. Zuletzt zeige ich jetzt noch eine der Farmwelten, also einen kleinen Ausschnitt, daraus einen Einblick, warum denn überhaupt die Farmwelten existieren. Und hier sieht man das schon, hier außenrum existiert eine Art Gerüst und das Ganze nennt sich Quarry und hebt hier diesen gesamten Bereich aus. Komplett vollautomatische Abbaustation, die hier ein ziemlich großes Loch hinterlässt. Dafür gibt es dann diese ganzen Farmwelten, die auch öfters mal erneuert werden, damit diese Löcher eben nicht in der Hauptwelt existieren und man die Möglichkeit hat, dennoch diese Teile zu verwenden. Also da könnt ihr euch dann ruhig in den Farmwelten austoben, um möglichst viel abernten zu gehen. Wer nach einer Herausforderung sucht, der sollte auf jeden Fall mal auf dem Custom-Server von Minetech World vorbeischauen. Mehr Infos dazu findet ihr auch noch auf der Homepage, die ja hier auch schon vermerkt wurde und auch unten in der Beschreibung stehen sollte. Der Server läuft auf der Version 1.6.4, ist also ein bisschen neuer als der andere Server, der FTB-Server. Und beinhaltet mehr als 120 Mods. Das ändert sich aber zurzeit noch ein wenig, weil der Server noch nicht ganz fertiggestellt ist. Man kann aber durchaus vorbeischauen und sich mal ein Bild davon machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Insgesamt ist der Server ein bisschen schwerer gestaltet, da hier mehr Materialien für bestimmte Bauten benutzt werden müssen. Für eine zusätzliche Herausforderung also absolut zu empfehlen. Wie auf dem anderen Server, also dem FTB-Server, gibt es hier minimal gebannte Items, außerdem das Tauni-System, die Griefer-Protection und Player-Shops. Turtles sind erlaubt, Quarries sind erlaubt, Wands sind erlaubt. Außerdem sorgen die, wie auch in der FTB-Welt vertretenen Chunkloader, dafür, dass auch die Welt da weiterarbeitet, wo ihr euch gerade gar nicht befindet. Online sein müsst ihr dafür allerdings schon. Der ganze Server ist wie der FTB-Server auch komplett öffentlich. Ihr könnt also immer joinen, ohne euch vorher registriert zu haben. Einfach mal vorbeischauen. Es gibt auf jeden Fall keine Whitelist. In der Beschreibung findet ihr außerdem noch eine Adresse zu einem Teamspeak-Kanal, der von dem Server ausgestellt wird. Da dürft ihr natürlich auch gerne mal vorbeischauen.